Haltet die Stimmung, sehr gut. 3, 2, 1 und bitteschön. Wow, hier fühlt sich jemand richtig wohl in der eigenen Haut. 5 Frauen, die den Kampf gegen unliebsame Kilos gewonnen haben. Unter ihnen TV-Star Charlotte Kalinder, Moderatorin von SOS Kalinder und lange Zeit Gesicht des Sat.1 Frühstücksfernsehens. Sie hatte nach einer besonderen Phase in ihrem Leben ein paar Pfund zu viel auf den Rippen. 7 Kilo hat sie seitdem verloren. Dazu aber später mehr. Wir treffen die Damen in den Bavaria Filmstudios in München beim Dreh für einen neuen Werbespot. Das Thema: XLS Medical spendet von Juli bis September pro abgenommenes Kilo 1 Euro für einen guten Zweck. So tut Abnehmen nicht nur einem selber gut, sondern man gibt die wiedergewonnene Lebensfreude durch die Spende auch an andere weiter. Ja. Während das 20-köpfige Team das Studio vorbereitet, beginnt der Tag für die Frauen in der Maske. Sie haben eines gemeinsam: Sie bringen wieder ihr früheres Wohlfühlgewicht auf die Waage. Charlotte Kalinder ging es nach den Geburten ihrer Kinder wie vielen Müttern. Der Babybauch war weg, aber diese Pölsterchen sind leider geblieben. Und das habe nicht nur ich gesehen, sondern auch andere. Und dementsprechend kam irgendwann mal die Idee auf von XLS Medical und ich war natürlich begeistert, also super. Dann geht es los. Das Team ist bereit, die Kameras laufen und alle schauen nur noch auf die XLS Medical Frauen. Zu 5 gehen sie über eine Platte, die im Spot als Waage erkennbar sein wird. Der Gang, die Blickrichtung und schlussendlich auch der Text müssen sitzen. Regisseur Philipp ist begeistert. Charlotte und die 4 anderen Frauen hatten bereits im letzten Jahr an der Aktion Zurück zum Wohlfühlgewicht teilgenommen. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass das so ist, wie es heute ist, dass wir hier stehen und schon zum zweiten Mal, und es ist toll. Es ist einfach faszinierend und ganz klasse. Auch Moderatorin Charlotte Kalinder sprüht vor Elan. Also was ich zum Beispiel super fand, war, dass es eben nicht wie bei anderen Diäten ist, dass man auf alles verzichten muss, ja, sondern dass man eben seine Lieblingsgeschichten trotzdem noch essen kann. Erfahrungen, wie sie auch die anderen Frauen gemacht haben. Und die Ergebnisse sprechen für sich. Nach einigen Stunden harter Arbeit ist der Spot im Kasten. Die Haare. Klasse, wunderbar gemacht. Diese 5 Damen haben ihr Ziel erreicht. Sie fühlen sich wieder wohl im eigenen Körper. Und dass die verlorenen Kilos darüber hinaus einer guten Sache dienen, hatte ganz bestimmt auch einen positiven Effekt.